Ja, in diesem Video soll es darum gehen, wie ihr eine verdreckte Couch wieder mit Hilfe von einem Dampfreiniger sauber bekommt. Ich möchte das heute mal testen, ob das wirklich möglich ist. Ihr seht also, dieses Sofa oder diese Couch ist ziemlich stark verdreckt. Hier gibt es also sehr viele Verfärbungen von dem Polster an sehr vielen Stellen. Und ich möchte jetzt mal versuchen, mit Hilfe von so einem Dampfreiniger dieses Sofa, so gut es geht, wieder sauber zu bekommen. Ja, ich bin jetzt mit der Grundreinigung fertig und werde jetzt nochmal punktuell an einigen Stellen, wo jetzt die Verfärbungen noch etwas stärker sind, etwas vermehrt bedampfen, wie zum Beispiel hier vorne. Und dann werden wir das Sofa schön trocknen lassen und uns am Schluss dann das Ergebnis anschauen. Ja, ich habe das Sofa jetzt 24 Stunden trocknen lassen und wie man sehen kann, sind die Verfärbungen fast vollständig verschwunden. An einigen Stellen würde ich sogar sagen, das Sofa sieht wieder aus wie neu. Und ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Dampfreiniger verlinkt, den ich auf jeden Fall empfehlen kann für solche Arbeiten. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema Dampfreinigung von Sofas oder Polstermöbel haben, dann würde ich mich freuen, wenn er mir hierzu einen Kommentar hinterlasst.